Hallo Leute, Abo hier. Ich wollte euch gerne mal über die MSB 1, 2 BD Buggy eine kleine Information geben. Ich habe das Auto mit den Jungs getestet, öfter fahren gegangen, um zu sehen, was könnten wir verbessern oder was ist das schlecht und so weiter. Und ich habe nach den Trainingseinheiten und auch nach dem Rennen das Auto öfter auseinandergenommen. Ist alles super leichtgängig, auch die Querlenker, auch die Dämpfer sind toll, es funktioniert alles super. Mir ist nur kurz aufgefallen, dass das hintere Differential nicht so läuft, wie ich mir das persönlich vorstelle. Und habe mir das nochmal ganz genauer untersucht, um das Problem zu finden. Es ist ein minimales Problem, minimales. Und darüber würde ich gerne euch noch mal ganz kurz was erklären. Dazu habe ich alles hier vorbereitet. Das erkläre ich euch, wie ihr das denn dieses kleine Problem aufheben könnt, damit das Ganze noch mal besser Ich läuft. habe alles hier vorbereitet, das Differential schon ausgepackt, um euch das zu zeigen, was ihr da leicht bearbeiten könnt. Ich verwende auch nicht die Original-O-Ringe, obwohl die auch sehr gut sind und nicht schlecht sind, ganz klar. Aber ich verwende unsere O-Ringe. Die MZ 2005, weil die vom Shore hier noch weicher sind und hat auch damit keinen Widerstand. Also ist weniger Widerstand, wenn wir das hier reinschieben und dreht sich leichter. So, das, was ich hier wie gesagt habe, entdeckt habe, das zeige ich euch nochmal. Ne? Also das Tripling und das Differential. Wenn wir das reinstecken, habt ihr alle bestimmt gemerkt. Also es ist leicht schwergängig. Ne? Und nach unseren vielen Fahrten ist das Problem immer noch da gewesen, sag ich mal, dass es sich immer noch nicht gedreht hat. Ja, und ich habe das versucht hier zu schleifen, ganz fein. Den Rippling, das bringt nichts, das sollte man einfach sein lassen. Das ist ganz einfach. Feines Schleifpapier, 2500er Schleifpapier, einfach nur abrunden. Ne? So, abrunden. Dann nehmen wir das Differential, stecken das rein. So, und danach einfach nur ganz leicht hin und her drehen, schieben ein bisschen. So, und dann überprüfen. Ne? Das machen wir ganz einfach so, ganz leicht, wie ihr das gesehen habt. So, reinstecken. Sieht man hier. So, das war's. Das Ganze dreht viel, viel einfacher. Das machen wir dann auch mit dem anderen Seite. Stecken wir hier rein und drehen noch mal ein paar Mal. Ne? Und dann ist das Problem auch weg. Also das ist wirklich, das ist ganz, ganz wenig. So, und zu den kleinen schwarzen O-Ringen bitte nicht einbauen. Also auf gar keinen Fall einbauen. Das solltet ihr nicht machen. So, und aber die ganzen Scheiben, so wie sich das sonst gehört, das Diff zusammenbauen. Und zum Beginn empfehle ich euch nicht mehr als 2000er Difföl, damit das Ganze erstmal eingefahren wird und. Ihr könnt ihr nochmal nachschauen, wie leichtgängig das Ganze funktioniert. Ja, wie gesagt, wenn ihr da irgendwelche Fragen dann noch dazu habt, schreibt mich an. Da helfe ich euch gerne, das ist gar kein Problem. Und wir werden weiterhin auf jeden Fall das Autofahren testen. Und wenn mir dann irgendwelche andere Sachen einfallen sollte, werde ich euch jeden Fall auf jeden Fall darüber informieren. Danke, ciao, ciao.